Recht herzlich willkommen zur 225. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir gehen mal ins Center wieder hier rein und holen uns die Kerbin-Station nochmal rein. Die müssen wir nochmal laden, weil wir wollten ja, ne, den Fehlversuch von letztes Mal dann ausbaden. Kerbin-Station, da laden wir den. Da steht die, dann müssen wir die Leute noch rauskicken. Wodke, Orwin oder wie auch immer hieß, Jota weg und Tom Ford geht rein. Das war's dann schon. Dann können wir hier rüber gehen, oder? Oder jetzt war es zu spät. Na, jetzt egal, ich weiß gar nicht, aber da stehen wir ja gleich irgendwo stehen, wie viel Schub wir haben. Ob das passend war, habe ich gar nicht drauf geachtet. Na? Wann kommt er? Da ist er. Steht hier jetzt doch nicht. Doch, da Delta V. So, das ist total. Nee, das ist jetzt nicht das, was ich brauchte. Naja, okay. Ich denke mal, wir werden das jetzt hier... Warte mal, kann ich das hier noch irgendwie sehen? Nein, das kann man nur im Center sehen. Naja, egal. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze nochmal. Wir machen das SAS an. Wir haben den Tom Ford hier drin. Der kann ja noch nicht so ganz so viel. Der muss noch viel lernen. Und dann würde ich sagen, starten wir das Ding mal mit 3. Na, schade, ich habe schon sofort gestartet. Okay, dann machen wir das sofort. Wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir rumkommen, ne? Aber nicht zu viel, dass wir wieder ins Trudeln kommen. Dann haben wir nämlich verloren. Ein bisschen aufpassen müssen wir da. So, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sehr vorsichtig sein müssen. Dass die uns nicht umkippt. Ja. Wir müssen sie auf jeden Fall darüber kriegen, aber die wandert auch schon wieder so komisch, ne? So, wir sind jetzt hier in der oberen Atmosphäre, aber ich glaube, wir müssen jetzt trotz alledem rum, ne? Lass mal gerade hier gucken, das haben wir gar nicht gemacht. Okay, da sind wir und wir müssen definitiv jetzt hier das Ding in die Waagerechte bringen. Oh. Geht das gut? Ich glaube, das ist noch gut gegangen einmal, aber wir haben irgendwas erwischt, das wir nicht steuern können. Ja. Einmal bitte drehen. Ich glaube, das war auch leer, das war alles kein Problem. So, wir müssen nur gerade gucken, dass wir da jetzt noch hinkommen. Das sieht aber gut aus. Ich glaube, wir machen mal gerade den aus und rücken weiter vor bis hierhin. Wo ist denn die andere Station? Ist die das hier? Ja, das ist die Kerbin-Station. Set as Target. Gut, dann passt das schon mal. Und wie sitzen wir jetzt hier? Oh, das geht ja. Das ist ja fast super. So, jetzt müssen wir vorkommen. Ich würde mal sagen, bis hier. Und dann müssen wir wieder das Triebwerk anmachen, dass wir dann da weiter vorschieben, ne? So, und auf geht's, vollen Schub. Und jetzt wird er hier breiter, ne? Oh, das war zu viel. So, so ist gut. Jetzt müssten wir mal gerade gucken, dass wir das vielleicht noch korrigiert kriegen, ne? Ich weiß nur nicht wie. So ist falsch rum. Definitiv. Ja. Kriegen wir so schon hin, ne? Ist gar nicht mehr so schlecht jetzt, ne, oder? Jetzt müssen wir nur wieder hier hin. Bisschen mehr. Oh, das war zu viel des Guten. Oh, stopp, wo ist er da? Oh, der ist schon ziemlich weit raus, oder? Aber wir sind... Erstmal gar nicht so schlecht, ne? Wir haben jetzt hier 200 und da so viel. Ja, das ist schon mal ein guter Wert. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir
die Dingens hier angleichen noch. Add Manöver. Und zwar gehen wir mal da höher. Stopp. Jetzt gehen wir mal nach da unten. Zum blauen Pfeil. Oder wie man es auch immer nennen mag. So. Und ne, das ist schlechter. Müssten jetzt hier mehr Raum kommen, ne? So. Würde ich jetzt sagen, geht, ne? Jetzt müssen wir noch ein bisschen hier korrigieren. Dahin. So. Und da würde ich jetzt mal ein bisschen Schub geben und dann wollen wir hoffen, dass wir das einigermaßen hinkriegen, oder? Macht schon noch Sinn, das ein bisschen zu machen. Stopp. So. Das machen wir weg. Und jetzt sind wir schon relativ gut zu unserem Ziel, oder? Die sind nur da hinten, ne? Ja. Läuft, oder? Wir hier, die da. Wo kommen wir jetzt genauer hin? Haben wir irgendwo Punkte? Wo wir mit denen kreuzen? Ja, das ist hier. Das ist tatsächlich hier, ne? Da müssen wir jetzt noch ein bisschen korrigieren, wahrscheinlich. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das ist. Weil der ist genau auf der gleichen Stelle, ne? Mach den nochmal weg. Ah, nee, da, doch, der ist es. Den brauchen wir. Der sitzt jetzt auf 0,8. So, nochmal Add Manöver. Und dann 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 2, 1. Ich glaube, kleiner wird es nicht, oder? Da kommt gleich die 2 wieder. Das bedeutet hier ein bisschen da oder nach da. Ist da hinten der Punkt, den ich brauche? Ja. Aber 0,1 ist ja auch schon ein Top-Wert, ne? Wir sind da, der. Sind die das? Ja. Wir fliegen dann da rein, ja. Ja, wir werden ausrichten und dahin fliegen. Und dann das da erst korrigieren. So. Okay. Kriegen wir Warp to Next Manöver. Wunderbar. Und dann kommen wir da gleich an. Müssen noch ein bisschen korrigieren hier. So haben wir es passend. Und 5 Sekunden müssen wir brennen. Und das Ganze in 43 Sekunden. Und das ist nicht viel. Müssen wir mal gucken, dass wir es hinkriegen, ne? Machen wir hier gerade 2. So. Und dann gerade einmal an und wieder aus. 5 Sekunden, das ist auch der Scherz. Ach, das waren 0,5 Sekunden waren das, ne? Okay. Das da hinten haben wir jetzt
weg. Das ist jetzt hier minus 0,9. Egal, erstmal. Ich glaube, wir lassen es so. Ist jetzt auch nicht besser oder schlechter geworden, glaube ich, oder? Doch. Der ist immer noch da. Den wollte ich weghaben. Da, 0,2. Sieht doch viel besser aus. Gut, okay. Das bedeutet, wir sind in der Hinsicht auf Kurs. Jetzt müssen wir nur wieder überlegen, wer ist der Schnellere, wer ist der Langsamere, ne? Der Innere ist der Schnellere, glaube ich, ne? Das heißt, wir sind schneller. Wo ist die Station? Da hinten irgendwo? Ach nee, das. Das sind wir, ne? Nee. Jetzt wird's ernst, ne? Jetzt müssen wir gucken. Wer ist da der Richtige? Da sind sie. Onset Target. Kerbin Station. Ja, wir müssten jetzt mal das Rename Vessel machen. Wahrscheinlich, weil das machen wir mal besser auch. Kriegen wir das mal irgendwo hin? Da. Fahrzeug umbenennen. Und zwar Kerbin Station, wie nennen wir das denn? Expansion. Akzeptieren. So, jetzt kommen wir da auch besser mit klar, ne, oder? Gut. Das klappt dann erstmal. Ja, dann würde ich mal sagen, müssen wir jetzt nur ein bisschen vorspulen und gucken, dass wir deinen Abstand gewinnen, dass das besser wird. Und wenn das dann besser ist, jetzt ist die Frage, wo ist das andere nochmal? Da. Die müssen wir jetzt, Abstand sind 1,5 Millionen Kilometer. Tendenz ist größer werdend. Ja, machen wir schneller. Jetzt ist die Frage, wir gehen jetzt ja erst runter, ne, oder? Das heißt nicht optimal. Die Entfernung wird noch größer. Das heißt, wir müssen den größeren Kreis fliegen, ne? Das bedeutet mal so ausrichten. Oder aber den kleineren, aber es ist ja fast die Hälfte, ne? Aber ich glaube, wir machen mal ein bisschen größer. Und dann machen wir den größeren Bogen. Und hoffen dann das Beste, ne? Kann ich mal, ja. So. Jetzt die Frage, wann passiert das? Da an dem orangen Punkt werde ich nach außen gehen und dann wird es wieder klein. Sollte es eigentlich wieder kleiner werden? Tut es aber gar nicht. Oder? Nee. Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn dann? Ja, das ist ja jetzt komisch, ne? Aber das ist jetzt auch egal. Und ich glaube, dann kriegen wir das auch andersrum hin, ne? So, jetzt wird's wieder kleiner. Ja. Ist dann wohl so, oder? 1,6. Ja. Passt schon. Wahrscheinlich hier sind wir jetzt. Jetzt wird's wieder größer.
sind wir denn? Diese hier sind wir, ne? Und die sind da hinten. Auf 1,8 sind wir da. Warte mal. Machen wir den Time Warp hier aus. Wir müssen, glaube, vielleicht hier nochmal brennen. Kurz. Dass wir hier hinten vielleicht auch noch über den Punkt rüber sind dann, oder? Lassen wir jetzt mal so und gehen mal hier auf Kurs, dass wir da schneller werden. So wird auf jeden Fall kleiner jetzt hier. Machen wir den Navball gerade hier weg. 1,6, 1,5. Ja, das ist jetzt schwierig. 1,4. 1,3 sehe ich auch da gerade. 1,2 haben wir auch. Wir sind hier und der ist da, oder was? Ja, der Abstand wird auf jeden Fall geringer, ne? Würde ich jetzt sagen. Obwohl er jetzt gerade wächst, das liegt aber daran, dass wir wieder die Außenbahn fliegen, ne? Und er die Innenbahn gleich nimmt. Ja, machen wir schneller, wenn es noch geht. Tut's auch, ja. So, jetzt wird es ja wieder kleiner, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir schauen, wo wir uns treffen dann. Das sieht ja so aus, als ob der jetzt ganz flott da schon gleich in unserer Nähe ist, oder? Stopp mal. Stopp mal. Ich möchte jetzt dann doch lieber den hier gleich reinholen, oder? Das heißt, machen wir den auf. Wir gehen auf Retro. Wo sind wir jetzt da? Und brennen dann mal kurz den Kreis wieder näher zu dem dahin. Okay. Und dann sollte das funktionieren, oder? So. Körbinstation ist da. So, stopp mal. Ach, wir sind hier unterhalb schon. Okay, geht nicht anders. Jetzt müssen wir mal gucken. Aber wisst ihr was? Das würde ich sagen. Korrigieren wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Und ja, falls ihr noch kein Abo habt, macht ein Abo. Falls ihr dieser Folge was Positives abgewinnen könnt, dann gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit ihr das nächste Video informiert drüber werdet, wenn es kommt. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.